Ja, willkommen zurück zu einer neuen Runde Plants vs. Zombies und wir spielen heute meine Diamanten-Variante des Bärenwerfers, denn wir alle wissen ja, wenn du Diamanten spielst, wirst du dreimal so gut. Diamanten geben Skill und ich habe schon ewig keinen Bärenwerfer mehr gespielt, den spiele ich eigentlich auch sehr selten. Na, wie man sieht, er ist nicht mehr so gut wie früher. Er wurde schon sehr stark runtergepatcht und dementsprechend sieht man ihn heutzutage sehr selten. Wow, in der Garage. Le Garage. Mann, 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 die Zombies hier wollen aber auch wirklich unbedingt einnehmen. Kommen hier von allen Seiten. So, wir müssen mal hier nach oben gehen. Na, komm. Und dann können wir von hier nämlich den Teleport wegholen, wenn wir schnell genug sind. Wow, so viele Raketen. Da wird man ja wirklich von allen Seiten bombardiert. Die Diamanten konnten mich nicht schützen. Ich weiß nicht warum. Normalerweise sind Diamanten ja sowas wie eine kugelsichere Weste. Wow, 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 wow. Ich habe ihn weggeholt. Ich brauche hier einen Pilz. Oh, schon wieder Raketen. Was ist denn heute los? Incubus. Tja, die Band damals habe ich sehr gerne gehört. Okay, wir gehen hier wieder nach oben. Ich will den Teleport holen. Ah, der steht immer noch. Okay, der Garten wurde eingenommen. Die Sache mit dem Teleport hat sich hiermit erledigt. Und schon wieder fliegen Raketen in meine Richtung. Alles klar, den haben wir, den haben wir. Wenigstens hier noch einen Kill geholt. Oh! Die Bohne hier geht völlig daneben. Yes! In die Mine gerannt, Junge. Na, können wir die Runde heute gewinnen? Sind Diamanten wirklich der Schlüssel zum Erfolg? Schwer zu sagen. Okay, der wurde erledigt und da fliegen schon wieder Raketen. Also eine Sache kann ich schon mal sagen. Diamanten ziehen Raketen an. Ah, der Bärenwerfer ist immer noch ganz in Ordnung. Man kann ihn auf jeden Fall spielen und hier setzen wir mal so eine Heilblume rein. Damit wir hier ein paar Punkte holen können. Yes, weggeholt. Zweier Serie. Heilblume, halt mich. Das nenne ich Teamplay. Der feinsten Sorte. Ah, ein Wicht von der Seite. Egal, einen habe ich noch weggeholt. Der Garten ist mal wieder sicher. Officer Diamant. Die Gesetzeserbse. Meiner. Leute, verteidigen. Nicht nur rumstehen und gucken, sondern auch so ein bisschen verteidigen. Oh, von der Seite. Boah, die Zombies hier, die machen uns richtig übel rund. Alles klar, die Bohne muss raus. Er kann sich retten. Aber nicht sonderlich lange. Aber dennoch wurde hier der Garten eingenommen. Oh, ich gebe hier nochmal alles. Bratze ein bisschen rein in die Menge. Aber das waren viel zu viele. 11 Kills. Noch nicht ganz oben. Aber ich denke, Platz 1 ist auf jeden Fall noch möglich. Noch haben wir hier einige Gärten vor uns. Ah, so hoch kann ich leider nicht schießen, sonst hätte ich hier rüber geschossen, direkt in den Garten rein. Boah, die ballern mir hier sogar die Wichte entgegen. Die wissen einfach, ich bin reich. Die wissen, der Junge hat Geld. Dem geben wir es jetzt richtig. Aber dafür hole ich mir den Teleport. Ich gehe jetzt rüber und zerstöre diesen verdammten Teleport. Andererseits, der Garten muss auch verteidigt werden.
Okay, wir verteidigen doch den Garten. Bambus. Wow, wow, wow. Die Raketen sind direkt an meiner Nase vorbeigezogen. Ich muss dein Leben retten. Ich habe keine Munition. Yes. Konnte ich eine Seele retten? Dabei will ich doch den Teleport holen. Aber irgendwie wird das nichts. Weil hier gerade so viele verdammte Zombies drin sind. Okay, Leute. Der Garten hier ist verloren. Habt ihr sehr gut hinbekommen. Saubere Arbeit. Hier ist noch einen weggeholt. Mit der Bohne. Na, wir sind aber auch einer weniger. Allgemein, die Lobby leert sich gerade. Und ich denke mal, der nächste Teleport ist hier drüben. Yep. Holt ihn doch weg, Leute. Hui. Wo gehen wir hin? Mal hier ein bisschen rumlungern. Alles klar, den haben wir. Ah, da kommt die nächste Superarmee. What? Wie konnte der überleben? Ich habe den noch ganz genau getroffen. 36%. Sehr merkwürdig. Aber soweit ich weiß, die Bohne kann ja so landen, dass der Orser überlebt. Das ist schon möglich. Boah, kommen hier gerade viele raus. Schon wieder der hier. Okay, Mission Teleport. Es ist möglich. Diamanten erhöhen anscheinend doch nicht den Skill, sondern machen einfach nur träge. Boah, zieht's euch rein. Zieht's euch rein. Was hier für eine Armee kommt. Und keine einzige Pflanze verteidigt. Ein Schaden? What? Raketen, 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 Leute! Yes, weggeholt. Guck mal hier drüben. Hier drüben könnte man mal Bambus reinsetzen. Ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ah, hier mal die Bohne hin. Aber hinter mir lungert noch einer rum. Ah, Z4. Aber der Bambus hat's gerissen. Weil ich finde, der Z4 ist natürlich im direkten Duell ziemlich gut. Ich versuch's, ich versuch's, ich versuch's. Yes! Damit haben wir ein wenig Zeit gewonnen. Oh nein, der Z4 ist schon wieder hier. Bin ich der Einzige, der verteidigt? Ist es schon wieder soweit? Hier bin ich mir der Einzige, der verteidigt. Oh Leute, ein Zombie nimmt den Garten ein. Das ist doch Bullshit. Bohne! Das ist doch scheiße. Wie soll man so gewinnen? Dabei sind wir einer mehr. 22 Kills. Alles klar, der Teleport steht schon wieder. Oh, oh. Mein alter Kumpel. Ah, leider nicht mein Kill. Okay, die kommen von der anderen Seite alle rein.
Es muss hier verteidigt werden. Er hat meine Bohne weggetackelt. Habt ihr das gerade gesehen? Er hat wirklich meine Bohne weggetackelt. Das ist sowas von verloren. Das ist sowas von verloren. Aber es ist auch wirklich keine einzige Pflanze im Garten drin gewesen. Ich bin mit einer der wenigen, die einfach immer wieder in den Garten hineinrennen. Na, Mist, keine Wiederbelebung. Na gut, ich hab's versucht. Der Wille zählt. Springen zum Erfolg. Oh, das war Taktik ohne Ende. Ah, aber da drüben sind die anderen Zombies. Aber ein bisschen Zeit hier wieder gewonnen. 24 Kills. Eine Wiederbelebung. Die würde ich sogar annehmen. Kann ich hier unten noch ein bisschen mehr Terror schieben. Ah, der hat wirklich hier noch uns beide weggeholt. Ja, die Standardvariante ist extrem gut. Und der erste Zombie ist drin. Und der zweite Zombie ist drin. Und da drüben kommen noch mehr Zombies. Ich würde sagen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis hier wirklich alle Zombies drin sind. Leute, das sind ganz normale Fußsoldaten. Oh. Ich habe ein richtig gutes Team. Egal, das Tackling hier habe ich überlebt. 2 Minuten. Ich denke, unmöglich, dass wir hier noch gewinnen, aber... die Hoffnung... What? Wow, der Wicht, der Wicht, der Wicht! Boah, von allen Seiten. Ich habe getanzt. Getanzt für mein Team. 0%. Der hat mich wirklich im Tod noch weggeholt. Eineinhalb Minuten. Nur ein Zombie muss rein. Und da springt der Zombie und ist natürlich drin. Der Doppelsprung funktioniert eigentlich immer. Und ja, es war ein extrem gutes Team. Selten so ein Wahnsinnsteam erlebt. Irgendwo da hinten sind wir. Na genau, hier drüben. Der reiche Mann. So, mal sehen. Wie viele Punkte bekommen wir? 11.635 Punkte für die Niederlage. 25 Kills. Nein, 24 Kills. Die meisten Vorlagen wahrscheinlich wieder. Yep, 18 Vorlagen. Und wir, Freunde, sehen uns in der nächsten Runde. Wie immer, danke fürs Zusehen und tschüss.